So, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir erstmal den Insane Casper mit Insane for President, ja, produziert von PKP. Sie können mit Recht stolz auf sich sein, denn Ihre Art von Outsider-Kunst ist echt aufregend. Ihr solltet ruhig auch anfangen, mich zu bewundern. Na, wär's bald. Ja, und am 3.11.2020 ist es soweit, ne? Ihr wisst Bescheid. Hä? Ja, ja, jetzt wissen wir Bescheid, auf jeden Fall. Aber das, hä? Das hätte auch von mir sein können. Jo, Sabi, auch am Start. Hallöchen. Ja, Henrique natürlich auch. Ne? Alle da. Sehr schön. Versammelt euch. Setzt euer Kreuz und so. Aha. Yeah. Insane for President steht für Schabernack auf dem G7. Ich fahre dorthin mit einer Metalband. Kim ist auch Battle. Ja, geil, Alter. Insane for President. Fahre hin mit einer Metalband. Ja, warum nicht? Da setze ich auf jeden Fall gerne ein Kreuz. Ja. Band Nordkorea represent auf Tour. Bombenstimmung, Sydney bis Dagenham. Jetzt tun sich Trottel wieder in die Skinny Jeans. Pissen Goofies vor mein Badewasser trinken. Yeah. So als wäre ich Gene Simmons. Ich telefoniere mit Jens Spahn und sag, wenn man sich mag, dann duzt man sich. Sollten gerade sie wissen. Und all die. Dann duzen, ne? Sollten sie wissen, ja? Sehr schön, sehr, sehr schön. Auch hier, ne? Es sieht auf jeden Fall aus wie beim CDU-Wahlomat, ne? Einfach schön hier geschmückt. Ja, kann auch SPD sein oder so. Aber auf jeden Fall sieht das sehr fundig aus, ne? Vom Video her, alles. Ich telefoniere mit Jens Spahn und sag, wenn man sich mag, dann duzt man sich. Sollten gerade sie wissen. Und all die Influencer können sich mal ins Knie ficken. Macht mal eine Challenge. Sollten sie wissen und all die Influencer können sich ins Knie ficken. Challenge, wer verträgt die meisten Fliegenpilze? Man ist kein Promi, weil man Geld kriegt für Selfies. Du hältst dich für eine große Nummer, doch bleibst nur eine Fame-Bitch. Und solche Leute findet man noch echt wie Sand am Meer. Also jetzt haben wir jemanden, der Jens Spahn jetzt auch mal gedisst hat. Ja, aber jetzt wirklich schön heavy, ne? Und derjenige, der macht gerade einen Prost, ja, da wollen wir uns nicht lumpen. Ne, ich habe jetzt hier kein Bier in der Hand, aber ich habe noch leckere Pepsi und nein, Milky Way, ich werde da jetzt nicht dran ersticken, ja. Also, für die Leute, die es wissen, das war so eine Zitatzeile aus dem Battle von Milky und mir, ja. Milky versteht's, der Rest wahrscheinlich nicht, aber ist okay. Hier, Prost, mein Freund, mit einer Pepsi, ja. So. Das kann doch nicht wahr sein hier. Auf einen Todesschrei möchte ich nie wieder etwas von euch hören. Der Pflegel ist da, Mike. Es braucht nur einen schlechten Tag, um insane zu werden. Glaubt mir, ich lebe diesen Scheiß. Seht mich. Ich stehe für Freiheit, Zerstörung und Chaos und infiltriere den Bundestag. Schmeiß die Schnöselehre aus. Ab jetzt übernimmt der böse Clown euer volles Amt. Auf dem Gruppenfoto zeige ich Hasenohren bei Donald Trump. Hörst du das? Auf dem Gruppenfoto zeige ich Hasenohren bei Donald Trump. Ja? Clown, euer volles Amt. Auf dem Gruppenfoto zeig ich Hasenohren bei Donald Trump. Hörst du das Lachen? Sei gewarnt, ich mach aus dem Weißen aus kurzer Hand ne Geisterbahn. Ihr seid nichts anderes als Faxen gewohnt und deshalb insane for President, ich lache mich tot. Rollt den roten Teppich aus, das ist insaner Mike. Ich hab Hausverbot, egal, durch die Hintertür rein. Sagt, was ist das? Ich hab Hausverbot, ey, jetzt ist insaner Mike. Ich hab Hausverbot, na egal, durch die Hintertür reicht. Was für ein Kindergarten, der auf Instagram, YouTube, Facebook etc. abgeht, Alter, nicht zu fassen. Es braucht nur. Was hat er jetzt anstatt Instagram? Instagram gesagt? Instagram? Eieieiei. 5 Minuten Facebook, danach läuft man grinsend amok und begeht dann lächelnd Selbstmord. Doch das kümmert mich nicht, wer hier welchen Gender mobbt. Ich lock mich aus und geh dann einen trinken wie Amanda Schott. Ekelpaket insane mit der Alkoholfahne, sorgt für Psychoromantik und einen geistigen Schaden. Nachdem ich die Bar vor Leichen verlasse, sag ich, das war alles schon so, als ich die Kneipe betrat. Was ich kann. Nein, darf man nicht, Leiko, man muss Instagram sagen, ja? Nämlich so wie bei KIZ, die haben es richtig gesagt, ja? Bei welchem Song war das ganz kurz? Muss ich ganz kurz reinmachen hier. Guck mal, wie ist das? Ich bin. Ja, danach müssen wir das ja sehen hier. Da ist es. Ach was. Okay, ich hab 18 geschaltet. Instagram. Habt ihr gehört? Perfekt, perfekt die Stelle gesucht. Und Dreck gekriegt. Hier, so sagt man das. Instagram. Ja, auch für die Leute, die jetzt erst sehen, ja. Instagram. So schaut's aus, ja.
Leuten ist sehr viel Scheiße zu labern. Wie gemacht für diesen Job? Bitch, ich bleibe der Wahnsinn. Bin hier wieder am Stiersel, um diesen Lifestyle zu fahren. Gib das Mike her, du Spaß, jetzt seid ihr Pfeifen am Arsch. Bitch. Okay, das war ein Zweckreim. Zweckreim, Zweckreim, alles muss versteckt sein. Um diesen Lifestyle zu fahren, gib das Mike her, du Spaß, jetzt seid ihr Pfeifen am Arsch. Ich steh für Freiheit, Zerstörung und Chaos und infiltrier den Bundestag, schmeiß die Schnösel hier raus. Ab jetzt übernimmt der böse Clown euer volles Amt. Auf dem Gruppenfoto zeig ich Hasenohren bei Donald Trump. Hörst du das Lachen? Sei gewarnt, ich mach aus dem Weißen Haus kurzerhand eine Geisterbahn. Ihr seid nicht. Und aus dem Weißen Haus eine Geisterbahn zu machen? Respekt. Als Faxen gewohnt und deshalb insane vom President, ich lache mich tot. Aus Schicklichkeit sollte ich draußen keine Jogginghosen tragen, doch darauf gebe ich nen Scheiß, so wie auf Hobby Drogen fahren. Da warum gebt ihr euch die Blöße, diese Lobby zu ertragen? Gebt mir eure Stimme und ich dreh den Trotteln in den Arsch. Ist aber auch nice, Alter. Oder sehr fundig, ne, auch vom Rap her. Also wie der da wirklich so komplett sein mit der Stimme spielt und so, ne, der Beat, auch schön die Beatbreaks. Das gefällt alles. Nun sind drei Parts, Alter. Nice. Euch die Blöße, diese Lobby zu ertragen. Und die Hook ist auch sehr schön ausgeschmückt. Ist nicht einfach nur wiederholt nochmal, sondern eine Hook, die halt, wie soll man sagen, halt, die sich auch ein bisschen abhebt von so einer Standard-Hook, sag ich mal. Ne? Die entwickelt sich immer weiter so. Da wiederholt man nicht einfach den Vierer, sondern man macht einen Achter komplette Hook durch, ohne dass man halt den Vierer wiederholt. So. Das ist schon. Auch mal was Nices. Was Fundiges. Aus dem Weißen aus kurzer Hand eine Geisterbahn. Ihr seid nichts anderes. Und hier mit dem Jogginganzug. Die Line fand ich auch sehr, sehr nice. Als Faxen gewohnt und deshalb insane vom President. Ich lache mich tot. Aus Schicklichkeit sollte ich draußen keine Jogginghosen tragen. Doch. Ne, Jogginghosen tragen. So wie Hobby. Was mit den Hobby-Drogenfahndern? Ne? Jogginghose tragen, Hobby-Drogenfahndern. Ist unsauber. Aber wenn man es richtig delivert und richtig betont, hört sich das sehr fundig an. Darauf gebe ich einen Scheiß, so wie auf Hobby-Drogen fahren. Da warum gebt ihr euch die Blöße, diese Lobby zu ertragen? Gebt mir eure Stimme und ich dreh den Trotteln in den Arsch. Deutscher Rap geht mir am Arsch vorbei, wie Charmin Packs und Rapper sind abgehobene Spasten, so wie Kanye West. Bitches finden, yeah, dass ich schon ein attraktiver bin. Doch was juckt mich mein Aussehen? Ich hab nicht mal ein Spiegelbild. Dracula. Ja, die sagen, dass ich attraktiver bin, doch was juckt mich mein Aussehen? Ich hab nicht mal ein Spiegelbild. Sehr fundig. Erbe mit einem diabolischen Plan zwischen Mars und der Erde über allem zu herrschen. Du fragst, ob ich mir UFOs Album anhöre. Ich sage nein, Spaß und grad davon ab, mich weiter zu nerven. Ich bring unvorhersehbares, ja, wie eine Wetteränderung, wie nur Plutonium. Den wähle ich. Für die Götterdämmerung, sich an Regeln zu halten, bringt deinem Leben nicht weiter. Insane for President, ich hoffe, ich konnte jeden begeistern. Ja. Konntest du, hundertprozentig, also da hat er auf jeden Fall auch meine Stimme, ne, hat er mich erreicht, ja, auch hier gut Doppelreime gesetzt, hat hier wirklich auch sehr schöne Akzente gesetzt mit der Technik, sehr fundiges Video, ne, also wirklich auch vom Sound, Bild, vom Beat her, auch dieses verspielte, gerappte, gefällt mir alles, ne, und deswegen meine Stimme wäre auf jeden Fall da, ja. Für Freiheit, Zerstörung und Chaos und infiltrier den Bundestag, schmeiß die Schnösel hier raus. Ab jetzt übernimmt der böse Clown euer volles Amt. Auf dem Gruppenfoto zeig ich Hasenohren bei Donald Trump. Hörst du das Lachen? Sei gewarnt, ich mach aus dem Weißen aus kurzer Hand eine Geisterbahn. Ihr seid nichts anderes als Faxen gewohnt und deshalb insane vom President, ich lache mich tot. Ehrlich? Ja, ihr Spasten. Warum nicht? Ne? Warum nicht? So, erstmal hier ein Abo, natürlich auch ein Like, ne? Und Insane for President. Ne? Kann man machen. Ne? Sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken drum machen. So. Warte mal hier. So. Na. Jetzt. Vertippt, vertippt, vertippt. Jetzt geht's aber. Da kann man ja nicht viel falsch machen. Sehr schön. Also das gefällt. Ja. Also hier ist der Link. Checkt das ab. Insane for President. Ja? Sehr schön.